Hallo, hier ist Dina mit dem Video Digest, in dem wir von den wichtigsten Ereignissen in der Geschichte des Stringtransports und der Skyworld Community der letzten Wochen erzählen. In dieser Episode: Unitsky String Technologies unterzeichnete eine Vereinbarung mit der größten Abteilung der Nationalen Akademie der Wissenschaften von Belarus, das USKY Transport Team Architekten der Zukunft der Mobilität. Der Zugang zu den Neujahrsboni Utera 2024 wurde bis zum 31. Januar verlängert. Wir wollen keine Zeit verschwenden und kommen sofort zur ersten Nachricht. Unitsky String Technologies hat ein Abkommen über die Zusammenarbeit im wissenschaftlichen und technischen Bereich mit der größten der 7 Abteilungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften von Belarus unterzeichnet. Das ist die Abteilung für physikalische und technische Wissenschaften. Der Hauptzweck des Abkommens ist die Stärkung und Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft, Technik und Innovationen durch die Initiierung und praktische Umsetzung von wissenschaftlichen Entwicklungen, die für beide Parteien von Interesse sind. Das USKY Test- und Zertifizierungszentrum setzt die 4. Phase der Inbetriebnahme vom UBUS Carrot auf der Teststrecke Nummer 4 fort. Diese Phase der Arbeiten sieht die Übertragung der Kontrollfunktionen an die Dispatching-Zentrale vor. Im neuen Interview traf sich das Team der Unitsky String Technologies mit Iha Apranic, einem Experten für die Programmierung von Verkehrssteuerungsgeräten. Wir haben mit Iha über seine Arbeit im Unternehmen, neue Technologien und seine Einstellung zur Sicherheit gesprochen. Damit mehr Partner den Zugang zu den Neujahrsboni bekommen können, haben wir die Aktion Utera 2024 bis zum 31. Januar verlängert. Sie erhalten den Zugang zum Rabatt 1:100, Cashback plus Premium Tour, wenn Sie die Lots von Utera ab $1000 bis zum 31. Januar registrieren. Das waren die wichtigsten Neuigkeiten für heute. Vergesst bitte nicht, dieser Episode ein Gefällt mir zu geben und einen Kommentar zu hinterlassen. Bis bald!